Da sind wir auch schon bei unserem Top-Thema. Traurig, dass es ein Top-Thema ist. Ron Belecki. Ron Belecki, einfach alles falsch aussprechen, was geht? Könnte ich ja vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt meine Generation ist, aber ich habe mir da so ein paar Sachen angeguckt und ich bin eigentlich auch nur drauf gekommen, weil Boah, ich bin so gespannt, wie der den jetzt komplett rasieren wird, den Ron. mein Kollege William Niviara Oh, da sind wir wieder. darüber einen Bericht gebracht hat. Da habe ich mir das mal angeguckt und er hat das kommentiert und ich habe mir dann auch meine eigene Meinung darüber gebildet und finde das ja, wie gesagt, unter aller Sau, wie manche Leute mit ihren Fans oder Followern umgehen. Da bin ich echt gespannt, was er sich für eine Meinung gebildet hat dazu. Bin ich echt gespannt. Was hat der Heiko zu berichten, Freunde? Wenn sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Der Ron Belecki, der. Heiko, auf jeden Fall stabiler Mann. Du sagst es, Onkel. Respekt geht raus an Heiko. Du guckst dir definitiv die richtigen YouTube-Channels an. Ja, finde ich gut. War nach irgendeinem Konzert, hat er ein Wortgefecht mit so einem Typen bekommen und hat ihn aufs Übelste beschimpft. Unter anderem hat er ihn immer als Geringverdiener bezeichnet und er war auch offensichtlich stark alkoholisiert und wenn das überhaupt reicht und hat da böse Worte mit Hurensohn oder ich weiß ja nicht, ob man das Doch, hat er auch gesagt, oder nicht? Natürlich. aussprechen darf oder HS nur sagt, fand ich natürlich unter aller Sau, überhaupt jemand mit solchen Sachen zu beleidigen und dann hat er ihm noch da Kloppe angeboten. Ich meine, guckt euch den Typen an. Er hat dann so Sachen rum sich geworfen, dass er Flair weggeklatscht hat und dass er ihn auch wegklatschen wird. Und ich weiß nicht, in welchem Film der ist. Der muss richtig gut auf Sendung gewesen sein und richtig unterwegs gewesen sein. Geil, 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 mein Humor, Heiko. Auf Sendung unterwegs gewesen, das sagst du schon richtig, ja. Haben wir ja auch so gesagt. Es war ja auch so, aber ich finde cool, dass auch mal ein Herr der älteren Schiene, der älteren Generation, da sein Statement so abgibt. Feier ich voll und ganz. Dass der da so stabil auf Terminator gemacht hat. Das sind eigentlich so Typen, die, wenn sie einen Gong kriegen, in die 12. Reihe fliegen und dann direkt zu den Bullen marschieren. So eine Typen sind das im wahren Leben, die da den Kanal so weit aufreißen. Ich kenne sowas. Ich habe mit sowas jahrelang auf dem Kiez zu tun gehabt am Wochenende. Mit diesen zugedröhnten Möchtegern-Rambos. Ich glaube, der Heiko hat's faustdick hinter der Ohren, Freunde. Wenn du auf dem Kiez Sicherheit gemacht hast, Tür gemacht hast, ihr wisst, Kiez ist schon ordentlich, was da abgeht am Wochenende. Mit den Besowskis auch in der Woche, mit den zugeguckten Affen, da hat man auf jeden Fall schon ordentlich zu tun. Und ich denke mal, der Heiko hat schon die ein oder andere Schelle, die ein oder andere Schelle verteilt da auf dem Kiez. 100%. Egal wie alt Heiko ist, Johannes ist älter. Und das ist dann jedes Mal dasselbe Geschichte. Dann werden sie eingestampft und dann rennen sie direkt zu den Bullen und machen da die Flensuse und die fetten Anzeigen und. Und genau so ein Typ, genau so schätze ich den ein. Ne? Das Traurige ist halt, dass die sich dann mit irgendwelchen Schnorrerweibern umgeben, die sich da dann sonst irgendwas von so einem Typen erhoffen, eigentlich nur wegen der Kohle. Schnorrerweiber, habe ich auch noch nie gehört. Geil. Aber er hat recht, was er da sagt, ist wirklich Da so. sind, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der so doll aussieht. Ich habe, glaube ich, früher mal was von ihm gesehen, wo er noch Fitness-Influencer war. Ich meine, gut, da hat er sich ja schon zum Transi gemacht und ist da rumgerannt und keine Ahnung was. Hat er einen Sponsor? Zum Transi gemacht? Was meint er denn damit? Was meint er damit, dass er sich zum Transi gemacht hat damals? Gefunden, hat Fett abgesahnt, Rocker Nutrition ist ein Sponsor oder Ex-Sponsor, so wie ich mitbekommen habe. Keine Ahnung, wie sich das da verhält. Und ja, das ist ja für mich persönlich, das ist alles so im Pack eigentlich. Will jetzt wieder keine Sau hören, aber so sehe ich das. Der Nick KH, danke dir fürs Prime-Abo. Ja, wie gesagt, so eine bösen Worte, wie da gefallen sind, die können auch mal beim, wenn der richtige Typ vor einem steht, zum Atemstillstand führen, bin ich der Meinung, sollte man sie. Ey, ganz klar, wenn der das bei dem Falschen gemacht hätte, der hätte sich sofort einen gefangen. Nicht nur einen, ein paar hätte sich ja, gefangen, Alter. Rocker Nutrition, grüß dich, mein Lieber. Alles gut überlegen und vor allen Dingen, man hält sportergänzende Nahrungsmittel in die Kamera, verdient damit sein Geld.
Und eigentlich müsste er sämtliche Alkoholsorten in der Hand halten, weil so wie ich das mitbekommen habe, schießt er sich ja mehrmals die Woche weg. Vorbildfunktion minus null. Aber es wird gefeiert, die Leute finden es gut. Die Leute, die sowas gut finden, okay, lässt sich über das Niveau streiten, möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Er scheint die Leute gut zu unterhalten, die haben Spaß. Onkel Jacek, bei Onkel Jacek hätte es direkt eine Flasche Tiski auf den Kopf bekommen. In Klammern vorher aber austrinken, ganz, ganz wichtig. Wie alt ist Heiko, wissen wir nicht. Jedenfalls ist Johannes Lukas älter. Hat ja auch eine Menge Follower, wurde groß gemacht durch Social Media. Aber man sollte halt nie vergessen, wo man herkommt. Das ist immer das Ding. Die Leute, wenn die ein paar Mark mehr in der Tasche haben, dann vergessen die immer direkt, wo sie herkommen. Und wenn er so ein Superhero... Das stimmt voll und ganz. Da habe ich auch schon ein paar Mal eine Bekanntschaft mitgemacht, meine Erfahrung mitgemacht. Im Internet schön und gut, alle sehr schön cool und nett und lieb. Und in Real Life sind das einfach andere Menschen. Krass, ohne Witz. Ich will jetzt keine Namen nennen, ihr kennt die alle. Es gibt da so zwei, drei Kandidaten, die in echt, im echten Leben komplett anders sind, als wenn die Kamera läuft. Und das ist übel. Ist und so ein super geiler, cooler Typ, wie er tut, dann soll er doch anstatt 20 Dom Perignon, soll er doch mal... Techno Timo, danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Lieber das Geld nehmen und irgendwo spenden an irgendwelche armen Schweine, die wirklich Geringverdiener sind und aus sozialen Missständen kommen und gar nicht die Chance hatten, groß zu werden. Ne? Es gibt ja Leute, die sind doof oder faul. Und dann gibt es ja welche, die hatten wirklich nicht die Chance gehabt. Ne? Und so eine Typen können auch dann mal Eier zeigen und dann sollen sie doch ihr Scheißgeld nehmen und da mal ein paar Mark hintragen. Oder... Mensch, Heiko, du sagst du was. So ist es. Soll das denn, Kurwa? Das Maul halten und einfach... Da oder halt einfach deine Fresse. Halt dein Maul, ja, ganz einfach. Das genießen, was sie haben. Er polarisiert nur in Nachtclubs. Wenn man sich den Typen anguckt, im Endeffekt kann der Kinder Fliege was zu Leide tun. Es sei denn, man wedelt mit fremden Eiern rum. Das machen ja so eine Typen auch immer sehr gerne. Ich hole jetzt den und den oder ich kenne den und den und so eine Scheißsprüche habe ich alles. Ja. Suel, danke dir fürs Prime-Abo. Ich bin gespannt, was hat Ron Bielecki für einen Rücken, dass er sich da so wirklich daneben benimmt. Meint ihr, da stehen irgendwelche Araber-Clans hinter oder Rocker oder irgendwas anderes hinter Ron, an denen der so ein bisschen abdrückt, dass er sich so überall daneben benehmen kann? Das würde mich mal interessieren. Knocked out, abonniert mit Prime, danke dir. Und Papa, mein Vater hat gegoogelt, wie alt Heiko ist. Papa, danke dir, dass du dir da die Mühe machst und sein Alter googelst. Jahrelang durch und hinter mir und bin ein... Kann nicht sein, wir Araber hassen Biergeruch, schreibt hier einer. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.